Du gehst schon deinen Weg, Cap. Da bin ich optimistisch. Damals hatten wir Hilfe von auswärts. Hi. Irgendwer hat uns den Typen geklaut, den wir aus dem Zug geholt haben. Dafür, dass die Und dabei hatten wir noch viel mit ihm vor. Das müssen die Lose aus Prosperity gewesen sein. Dafür werden sie bezahlen. Ein Glück, dass du gekommen bist. Die New Edener glauben nicht an Technologie. Vielleicht haben sie recht. Pflanzen wie die sind immer nützlich. Überlebt man hier draußen. Nichts verschwindet. Oh, ganz bestimmt. Wir haben nicht die nötige Hilfe von außerhalb des Tals gekriegt. Kim hat das Leben ihrer Tochter umsonst auf. Dachte schon, es hört aus. Wird eines Tages noch nützlich sein.
super. Danke. Ich bin wahrscheinlich.
Zu Hause. Ich würde alles geben für eine einzige Erinnerung daran, wie das wohl mal war.
Das war knapp. Danke, dass du mich rausgehauen hast. Pastor Jerome und ich greifen jetzt schon eine Weile Konvois an und befreien Gefangene. Aber dieses Mal ging alles schief. Wir haben einen Truck überfallen und gerieten in einen Hinterhalt der Highwaymen. Sie haben Jerome. Ich bin gerade noch mit dem Leben davon gekommen. Gott weiß, wohin sie Jerome gebracht haben. Vielleicht finden wir einen Hinweis in diesem Truck. Er ist nicht weit von hier. Das war ziemlich knapp. Ich hoffe, dir geht es gut nach dem Crash. Dafür muss ich meinem Schutzengel danken. Captain, die Highwaymen entführen unsere Leute und bringen sie zu ihrer Munitionsfabrik. Halte alle Gefangenentransporter auf, die du siehst, und befreie die Geiseln. In diesem Kampf wird einfach jeder gebraucht. Thank you.
an deiner Schuld. Ich sollte mich erstmal richtig vorstellen. Jerome Jeffries. Die meisten nennen mich Pastor Jerome. Ich weiß wirklich zu schätzen, was du hier getan hast. Du hast ein Gespür dafür, Menschen zu helfen. Das ist eigentlich meine Berufung. Mickey und Lou hören erst auf, wenn sie Hope County ausgeblutet haben. Und es ist ihnen egal, wen sie dafür platt machen müssen. Wir brauchen Leute, die sich gegen sie auflehnen. Jemandem wie dir würde ich folgen. Also wenn du nach Verbündeten suchst, du hast einen. Highwaymen haben eine alte Geisterstadt in eine Schrauberbude verwandelt. Dort gibt's eine Menge Ethanol, das... Ich schlage vor, du lässt das! Die Highwaymen haben eine alte Geisterstadt in eine Schrauberbude verwandelt. Dort gibt's eine Menge Ethanol, das Prosperity gut gebrauchen könnte. Mach sie fertig, Captain. Ich gehe da drüben hin. Ja! Eigenartig, wie wunderschön und gleichzeitig furchtbar es ist, hierher zu kommen. Wirklich, je nach Tagesform. Dasselbe Geräusch. Da drüben gibt's Ärger. Lanty macht auch Mist. Fahren wir los. Das
schon Sonnenbrand, dass ich halb Mensch, halb Trockenfleisch bin. Ich wechsle die Stellung. Wer verarscht mich da? Schön für Aufbau gesorgt, hä? Hey. Hey. Erdmann, wir wissen, ihr leistet gute Arbeit für uns. Und Micky und ich, wir haben auch alle Hände voll zu tun. Nahrung und Wasser sind wichtig, aber wir wären nicht besser als Tiere. Aber vergesst bitte nicht, manchmal muss man sich auch mal zurücklehnen und chillen. Diese Welt gehört uns. Genießt es! Ich dachte schon, es wäre aus. Ja, stimmt. Abwarten, allen von dieser Werkstatt zu erzählen. Hoffentlich findest du was Brauchbares. Ja, scheiß auf die Highwaymen. Diese Werkstatt gehört jetzt uns.
Da hinten ist eine Scheune, in der die Highwaymen ihre Karren anmalen. Ihr Künstler soll sich da ein schönes Vorratsversteck angelegt haben. Ich dachte, jemand, der so unternehmungslustig ist wie du, interessiert sich vielleicht dafür. Lass die im Holster. Hab ich das gerade wirklich gehört? Meine Eltern haben mir erzählt, dass das mal False End hieß. Das ist der Grund, warum sich hier alle kennen. Oh!
habe schon Schlimmeres erlebt. Nimm dir, was du kannst und wenn du kannst. Dafür muss ich meinem Schutzengel danken. Carmina, ich hätte wissen müssen, dass du es bist. Danke. Du bist diese Fremde, hä? Es heißt, die Highwaymen sind nicht sehr glücklich über dich. Gut. Höchste Zeit, dass die jungen Leute mal was unternehmen. Ich bin Grace. Und wenn ich nicht blind wäre wie die Nacht, würde ich an deiner Seite kämpfen. Ich habe nicht mehr so viel Dampf wie früher, aber ich packe immer noch gerne mit an. Als mir klar wurde, dass ich nicht mehr so zielen und schießen kann wie früher, habe ich eine Waffe gebaut, bei der das egal ist. So gesehen hast du mich sogar dazu inspiriert. Wenn ich nicht so bescheiden wäre, würde ich sagen, das ist die beste Waffe in ganz Hope County. Das Problem ist nur, die Highwaymen haben sie mir geklaut und zum alten Bahngelände gebracht. Da horten sie den ganzen Kram, den sie den Leuten hier gestohlen haben. Es wird nicht leicht, aber glaub mir, die Belohnung ist das Risiko wert. Hol dir die Waffe, klau die Vorräte zurück und mähe alle Holbirnen nieder, die sich dir in den Weg stellen.
Je weiter wir Prosperity ausbauen, desto größer werden unsere Chancen, das alles zu überleben. Es muss noch andere Orte auf der Welt geben, wo es so gut läuft wie bei uns. Schon Schlimmeres erlebt.
Rück ab! Ja! Halt jemand auf! Erste Katze! Sie wollten es nicht anders! Traf ich dich, Arschloch! Du hörst deine dreckige Leiche! Das war ziemlich knapp. Wir müssen Prosperity aufbauen. Das ist unsere einzige Chance. Du machst nur Ressourcen frei, ne? Dafür muss ich meinem Schutzengel danken.
Hoffentlich findest du was Brauchbares. Thank you.
Ich werde nie darüber hinwegkommen, was den Leuten im Zug passiert ist. Ich kann jetzt nur mal die Gegend sein. Früher oder später brauchen wir das. So ein junges Gesicht? Ich hab Krampfadern am Arsch, die sind älter als du. Ich weiß, was du denkst. Sie hat den Körper einer 30-Jährigen, aber das Gesicht eines Hodens, der zu lange in der Sonne lag. Aber ob du es glaubst oder nicht, ich bin die beste Schützin, die es auf diesem beschissenen Planeten noch gibt. Du kannst mich Nena nennen. Wenn du jemanden suchst, der dir hilft, diesen nichtsnutzigen Highwayman eine Lektion zu erteilen, dann bin ich dabei. Aber ich helfe dir nicht einfach so. Ich habe hier draußen einen Schießstand aufgebaut, um fit zu bleiben. Zeig mir, was du drauf hast. Beeindrucke mich und ich komme mit, wenn du diesen maskierten Dreikäsehorst die Leviten liest. Ich will besser mein Lebensende keinen Bunker mehr von innen sehen. Schieß auf einen Helm und ich starte den Countdown. Ich hatte ja nie viele Freunde. Also habe ich mich daran gewöhnt mit mir. Unter dem ganzen Dreck. Er bindet mich doch an einen Baum und überlass mich den Bären. Du kannst echt gut schießen. Aber ich habe etwas für dich, das bisher nur ich geschafft habe. Kletter mal dieses Silo hoch. Aber putz dir die Füße ab. Da hast du einen besseren Überblick von da oben. Ich lass ein paar Ballons als Ziele steigen. Du würdest nicht glauben, wen ich alles schmieren musste, um an das Helium zu kommen. Beeindrucke mich und triff die Ballons, während sie aufsteigen. In all den Jahren, seit der ganze Scheiß hochgegangen ist, bin ich die Einzige, die alle geschafft hat. Ich liebe meine Familie, aber manchmal brauche ich einfach Abstand von ihnen. Um den Rest steigen zu lassen.
bisschen. Ah! Au! Genau in die Gummifresse. Ich werde gleich so fast ein gutes Auge im Kopf. Also das war fast besser als nichts. In dir brennt ein Feuer, keine Frage. Und wenn man mit einer offenen Flamme rumläuft, gibt's schnell mal einen Waldbrand. Wie wär's mal mit was Kniffligerem? Schließlich schießen Ballons und Helme nicht zurück, oder? Probier das mal hier. Dann schieß, Herzchen. Gefühl von Hoffnung für die Zukunft und all sowas. Ich bewundere Menschen, die in brenzligen Situationen improvisieren können. Aber eine Übung ist doch einfach. Ziele, die sich kaum bewegen, sind ein Kinderspiel. Also jetzt bewegliche Ziele. Laute, super, blutrünstige, respektlose Halunken. Das sind echte Ziele. Du? Du bist schlau, scharfsinnig und schnell im Schießen. Tolle Kombination für eine junge, nette Person wie dich. Das sieht man nicht alle Tage in diesen komischen, staubigen Zeiten. Hier draußen braucht man immer jemanden, der auf einen aufpasst. Selbst ich, alle Jubeljahre mal. Sieh mich als Teil deiner Familie an. Ich kümmere mich um dich, Herzchen. Vielleicht sammle ich noch ein bisschen Highwayman-Haut für meinen neuen Kilt. Ja, man weiß nie, ob ich's ernst meine, hä? Irgendwer hat Lerner rekrutiert.
trainiert, um gegen uns zu arbeiten. Nenner ist echt kaltblütig. Hatte gehofft, sie will für uns arbeiten. Scheiße. Die macht auch Mist. Dachte schon, es hör aus. Jeder, der nach Fortaleza kommt, wird diesen Ort zu verbessern. Nichts verschwenden.
Güterwagen nach. Da lagern die Highwaymen die Sachen, die sie uns gestohlen haben. Dort findest du auch meine Waffe. Ich wechsle die Stellung. Und vergiss die Materialien nicht. Wir brauchen sie, wenn wir die Highwaymen zurückschlagen wollen. Diese Sägeblätter durchschlagen so ziemlich alles. Und wenn sie etwas nicht durchschlagen, prallen sie ab. Nutze die Oberflächen aus Metall, um die Blätter abprallen zu lassen. Du kannst die Leute treffen, die sich hinter einer Deckung verkriechen. Hilft auch perfekt gegen die Typen mit den Schilden. Ich kann nicht viel mehr einstecken.
Die Highwaymen sind wie Unkraut, aber wir kriegen sie alle. Gut gemacht. Du hast den Highwaymen eine ordentliche Backpfeife verpasst. Behalt die Waffe. Wie gesagt, meine Augen sind nicht mehr, was sie mal waren. Du kannst sie vermutlich besser gebrauchen als ich. Nun zu den Vorräten, die du geholt hast. Investiere sie am besten in die Gemeinschaft. Die Leute in Prosperity machen aus allem, was du ihnen bringst, das Beste. Mich eingeschlossen. Richtig gehört. Ich ziehe jetzt endgültig nach Prosperity. Wenn du und deine Freunde Schießtraining brauchen, dann komm zu mir. Und pass gut auf dich auf. Aus. Ich bin froh, dass du Prosperity hilfst. Wir haben vor längerem schon mal versucht, Vorräte mit einem Güterzug hierher zu bringen. Das Ding fiel auf der Brücke auseinander. Die meisten Leute sind zu feige, um da hochzuklettern, aber da müsste noch gutes Zeug rumliegen. Jetzt haben dich die Zwillinge auf dem Schirm. Gefällt mir viel besser als in der alten Jagdhütte meines Vaters. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte Mama mich zu Hause behalten in etwas Besonderes verwandeln. Hallo, Madame. Wir können starten. Okay, also so läuft das. Wenn die Highwaymen seltene Ressourcen finden, machen sie es sich da gemütlich. Wir fliegen dahin und ich setze dich in der Nähe ab. Du musst dieses Paket finden und mitnehmen. Du erkennst es am pinken Rauch. Aber pass auf, an dem Paket ist ein GPS-Sender. Sobald es bewegt wird, werden die Highwaymen gleich anfangen, nach dir zu suchen. Ich gebe dir über Funk einen Treffpunkt durch und hole dich dort mit dem Hubschrauber ab. Komm einfach zu mir, wenn du bereit bist. Ich? Ich war schon gestern bereit. Gehen wir an die Arbeit. Ich habe ein Schiff wie in Top Gun gefunden. Wird nicht leicht, vor allem nicht mit den Zwillingen.